Also leider hat Wolfsburg heute verloren gegen FC Motor. Wie war das Spiel für dich? Ich denke, in der ersten Halbzeit sind wir nicht ins Spiel gekommen. Wir haben ja, zu wenig Druck entwickelt gegen eine Mannschaft, ich denke, die bravourös hier gekämpft hat, hier heute Abend in diesem Stadion. Aber wir waren spielerisch besser als diese Mannschaft und das hätten wir auch in der ersten Halbzeit schon umsetzen können. Das haben wir nicht getan. Ich denke, dass wir in der zweiten Halbzeit, als wir rausgekommen sind, hat man gesehen, was wir für einen Fußball spielen können. Und daraus resultiert dann auch das 1:0. Und wir bringen sie durch einen eigenen individuellen Fehler, bringen wir sie wieder ins Spiel, weil ich denke, dass sie auch da nach dem 1:0 ja, sehr passiv gewirkt haben, der Gegner. Und nach dem 1:1 war es klar, dass dieses Spiel bis zum Ende eng werden wird. Wir hatten noch weitere Chancen und Möglichkeiten auch und hatten spielerische Vorteile. Und umso bitterer ist es am Ende nochmal zwei Tore kassiert zu haben. Was glauben Sie, dass die Spieler heute in Mulder gelernt haben? Ja, sie haben gelernt, dass man erstmal Geduld haben muss, um ein Spiel zu gewinnen und dass sie natürlich gerade gegen ein Team, was zu Hause spielt und sehr motiviert ist, dass sie gegen dieses Spiel, sage ich mal, ja, insgesamt nicht so anfällig sein können. Und das haben sie gelernt mit dieser Mentalität, die diese Mannschaft gehabt hat. Glückwunsch an diese Mannschaft. Aber ich denke, dass das sehr enttäuschend ist, weil wir nicht unsere Leistung heute abgerufen haben. Aber sonst eine gute Erfahrung für die Spieler. Ja, natürlich ist es eine große Erfahrung, aber wir wollen noch Spiele gewinnen und deswegen sind wir auch in der Ausbildung. Das ist ein wichtiger Baustein unserer Ausbildung. Und wichtig war, dass die Spieler auf internationalem Niveau sich beweisen konnten. Das haben wir heute getan. Und wir hoffen natürlich, sagen wir, dass wir in den nächsten Spielen unsere wahre Leistung auch abrufen können. Vielen Dank, Stefan.